So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute gibt es wieder ein paar Neuigkeiten und wenn ihr gespannt seid, was auf euch zukommt, dann bleibt einfach dran, denn wir starten jetzt. So, meine Lieben, und dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Beitrag und zwar Papa Kralle sucht, glaube ich, Ölmann. Da ist, glaube ich, was im Busch. Für euch zum Beweis hier mal ein Video. So, meine lieben Freunde, Papa Kralle und seine Leute auf der Suche nach Ölmann. Eure Meinung, zieht's euch rein und viel Spaß. Guck mal, ich will nicht groß reden, Leute. Irgendwann werde ich sie finden. Wenn ich sie finde und ihnen nichts mache, ha? Schi. Kralle, geil. Schnell. Für euch. Alles wird in die Wege gelegt. Nur das zeige, okay. Ob ihr mir glauben wollt oder nicht, wer weiß, den Telefon. Papa Kral ist ein Macher. Ist alle auf das letzte gepostete Video von mir. Auf Allah schwöre ich dir und seinen 99 Namen. Wenn ich seine Adresse, wenn ich deine Adresse weiß, ja, gut, Scheiße. Achtig Tanike. Auch wenn du eine Frau zu Hause hast, trotzdem Achtig Tanike. Umarakir Tanike, ja, gut, Scharmota. Du schießt gegen Muslime, gegen Jesiden, Warak, was interessieren dich die Leute? Du willst Fame? Jetzt gebe ich dir den Fame. Geh mal weg da. Guckt, Leute, hier. Ich habe meinen Jungs schon Bescheid gesagt. Macht die Telefonate richtig. Ruft eure Jungs an. Aber wenn ich seine Adresse weiß, dann wird er flehen, dass er nie meinen Namen, mein Gesicht gesehen, mich erwähnt. Dann wird er es bereuen, mich überhaupt erwähnt zu haben. Überhaupt. Ansage an dich, das geht an dich. Wenn ich deine Adresse einmal weiß, ach, Diktanik. Ich bin's, Papa Kralle, die Legende. Meine Ex-Frau? Ja, seine Ex-Frau und seine jetzige Frau werde ich unter im Visier nehmen. Jo, dann würde ich sagen, ist da ja wohl mächtig was im Busch. Wie das ganze Thema da weitergeht, das werden wir dann in Zukunft sehen. Als nächstes haben wir Capital Bra. Ich glaube, da passiert wieder was Neues. Ich weiß nicht, ob Capital Bra wieder ein neues Album rausbringt. Hier mal ein kleiner Ausschnitt. Große Liebe, größte Lüge. Kopf wach, Körper müde. Analyse, Diagnose, Coca-Psyche. Denkst du, dass ich lüge? Ah. Ich spucke keine großen Töne. Wenn ich nicht schaffe, euch zu töten, schaffen es meine Söhne. Guck nicht aus Alter, vielleicht kommt ein Kleiner mit einer Walter für 17,5 K. Schöne Grüße von Capital Bra. Jo, schöne Grüße von Capital Bra. Also, was da passieren wird, werden wir sehen. Dazu gab es auch, glaube ich, einen Bericht von Rapcheck. Und ich würde einfach sagen, gucken wir uns das ganze Ding hier doch nochmal an. Beim Capi wurde offiziell angekündigt. Und das bedeutet, ein paar Rapper müssen wirklich dran glauben. Außerdem wird es ziemlich ekelhaft. Plötzlich geraten auch Bushido und UFO361 in die Schussbahn. Die Lage könnte eskalieren. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, sowie auf Instagram Rapcheck. Lange genug gab es von Capital nichts mehr. Hier und da ein kleiner Song, aber wirklich hat man von ihm nichts gehört. Doch seit kurzem chillt er mit seinem alten Label Team Kuku. Auch die Member von SLS Musik sind ständig an der Seite und scheinbar hat er wieder Lust zu zeigen, was er drauf hat. Ganz groß wurde angekündigt, dass er zurück ist. Und zwar in dem Style aus seiner Prime-Zeit. Also werden auch Leute gedisst. Interessant wurde es, als er gegen seinen alten Rap-Kumpel UFO361 feuert. Er wirft ihm vor, ein Satanist zu sein und könnte ihm wohl eine Abrechnung verpassen. Auch sein Ex-Label-Chef Bushido gerät in die Schussbahn. Er macht sich lustig über seinen Style und dass er ständig mit ungebügelten Hemden und Shirts das Haus verlässt. Es scheint so, als plane Capital einen neuen Diss. Eine Reaktion bekam er von beiden Rappern erst einmal nicht. Allerdings sind beide mit anderen Sachen beschäftigt. Aktuell dreht Capital auf Thailand neue Musikvideos, außerdem lebt er auch da. Tja, liebe Leute, da würde ich sagen, wird uns noch einiges erwarten. Tut mir bitte einen Gefallen, schaut einfach mal auf Insta, TikTok und so weiter nach Rapcheck. Wenn ihr den Kanal gefunden habt, einfach mal auf Ehre ein Abo dalassen und Benachrichtigungen aktivieren, denn
Die machen echt gute Beiträge. Liebe geht raus von meiner Stelle hier. Und ja, was Capital Bra betrifft, da werden wir sehen, was auf uns zukommt. So, dann habe ich gesehen, Barello bettelt irgendwie um 10 Euro. Da schauen wir einfach mal rein, was das schon wieder wird. Kannst du mir 10 Euro schicken per PayPal? Wallahi, Bruder, ich habe Schulden. Wallahi, ich habe kein PayPal. Ja, Wallah, ich hab auch Schulden. Ich schwöre auf meine Mutter, kannst du mir 10 Euro schicken? Bruder, was für Schulden, Bruder? Du hast Schulden bei irgendeinem Chirro. Ich hab bei Finanzamt, Bruder. Weißt du, was das bedeutet? Finanzamt Schulden, Bruder. Steuerschulden. Ja, dann verkauf deine Immobilien in Kosovo. Wallah, hab ich nichts. Bei Allah. Ja. Guck mal, Dudi. Dudi, Wallah, du verstehst das nicht, was das bedeutet, Wallah. Okay, ich schick dir 10 Euro. Sag Wallah? Wallah, ich schick dir 10 Euro. Wallah, du bist ein Ehrenmann, wenn du das machst. Ja, Junge, 10 Euro, Junge. 10 Euro ist doch nix. Warum schickt die Arafat kein Geld? Guck mal, Bruder. Guck mal, was machst du für Fragen? Warum schickt Arafat dir kein Geld? Warum schickt Arafat kein Geld? Arafat ist doch dein Bruder. Oder Yasser, warum schicken die dir kein Geld? Hier, meine Zuschauer fragen, deswegen ich frage. Hast du recht. Soll ich die fragen? Tja, was soll ich dazu sagen? Lieber Dudi, wenn 10 Euro für dich kein Geld sind, kannst du mir so oft wie du willst 10 Euro schicken. Ich habe da noch eine Verwendung für. Der liebe Barello, ich weiß nicht, was ich von dem guten Kerl halten soll. Also ihr wisst selber, ich bin noch nicht so lange in dieser Reaction-Thematik drin. Das heißt, ich bin da erst ganz neu und fange damit erst an. Aber dieser Barello irgendwie, ich weiß nicht, für mich ist der, und das ist nicht böse gemeint, aber einfach wie so ein Krebsgeschwür, der überall irgendwo dranhängt, irgendwo immer mitmischen will. Ich weiß nicht, was er vorher mal gemacht hat. Ich habe nur mitgekriegt, Steuerschulden, Flucht irgendwie in Kosovo oder sonst irgendwo hin. Barello, mach einfach mal was Vernünftiges. Ist nicht böse gemeint, Liebe geht raus. Ich hoffe, dass du vielleicht auch irgendwann mal auf eigenen Beinen stehst. Also, dann habe ich noch gesehen, ihr wisst, ich bin hier bei mir zu Hause am Umbauen. Das heißt auch, mein Hintergrund wird irgendwann verschwinden. Und dann hatte ich heute auf Insta was gesehen. Das muss ich euch unbedingt zeigen. Und das wäre echt noch ein Ding, wovon ich hier bei mir träumen würde. Denn ich glaube, das wäre eine mega Ecke. Was ich damit meine, schaut am besten selber. An dieser Stelle, das soll keine Werbung sein, aber ich hatte es einfach gesehen und ich dachte mir, nee, das muss ich mal kurz mit meiner Community teilen. Ich finde, die Gorilla-Sofa sehen echt mega nice aus und ich würde mir wünschen, hier hinter mir so ein großes Gorilla-Sofa haben, dann da zu sitzen, Kamera vernünftig eingestellt und dann halt für euch Beiträge fertig machen, posten. Das wäre doch bestimmt mega nices Ding. Als nächstes haben wir noch natürlich wieder unseren Lieblingsstar, Zeus Mois oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Dazu habe ich euch auch noch ein Video mitgebracht. Schauen wir mal gerade rein. Wenn der bis 100.000 schafft, alles gut. Ich habe keine Accounts. Und dann entstehen viele Accounts und dann fokussiere ich mich auf einen, bis er gesperrt ist oder schenke ihn weiter. Das ist der nächste hier. Minimum 2 Wochen bin ich da. Wenn der bis 100.000 schafft, alles gut. Gerade läuft ein Stream. Es packt mein Leben, ich will das nie. Ich will es dir neu. Und der andere hat nichts mehr. Also, ich mache mit mir selbst.
ganz schön clever gemacht von unserem Mois Zeus. Er macht einfach Content und hat da auch gar nichts bei, wenn andere Leute seinen Content nehmen, dann damit live gehen. Und so schafft er es tatsächlich, zugleich mit wer weiß wie vielen Accounts live zu sein und keiner weiß, welches in dem Moment wirklich der echte ist. Das heißt, wenn man ihn suchen will, wird das ein bisschen schwierig. Ja, Zeus spielt gerade, glaube ich, mit der Welt Katz und Maus. Im Grunde genommen verarscht er jeden und macht sich darüber noch lustig. Cleverer Schachzug an dieser Stelle, also Chapeau. Darauf muss man erstmal kommen und das Ganze dann wirklich so bringen. Zeus ist letztens gerade erst gewesen, da hat er irgendwo einen Account von ihnen gesehen, der da gerade lief und hat dem Account, also ein Fremder, der mit seinem Content macht, mal gerade eben auf locker 60 Euronen rüber gespendet und das findet er mega nice. Wie er mit seinen Accounts umgeht, habt ihr gehört. Wir haben da noch ein Video, Zeus möchte Geld verdienen. Wenn du 13 Joints gedrippt hättest wie ich, Bro, und getan hättest, was ich heute getan habe, würdest du nicht auf zwei Beinen stehen. Und ich warte nur, bis ich rausgehe, um noch mehr Geld zu machen, Bro. Und das zerfrisst mich. Das neue Möglichkeiten eröffnen sich. Der Vogel hat es drauf, uns wirklich zu unterhalten. Ich finde es jedenfalls immer wieder unterhaltsam. Ich gucke gerade. Wir werden dann mal schauen, wie die ganze Reise mit ihm wirklich weitergeht, weil Accounts teilen, sparen auf dem Boot. Wie gesagt, ich hatte gestern schon gesagt, ich kann mir gut vorstellen, wenn Zeus sich jetzt ein Boot kauft, dann von dem Boot erstmal streamt und dann weiter Geld spart, vielleicht irgendwie ein bisschen abwartet und sich dann eine Insel kauft, wo er dann alleine oder vielleicht mit ein paar ausgewählten Leuten lebt, kann ich mir das richtig gut vorstellen, so als komplette Content-Serie. Ob das so kommt oder nicht, ich kann es euch nicht sagen, aber wir werden sehen. Zum Abschluss haben wir noch einmal einen Deep Talk mit Mois Zeus. Hört einfach genau hin. Tief in mir, wenn der Zustand wegdrippt und du stoned wirst und es kickt, ist halt das, was es ist. Und das ist es halt. Und das hat Bock, euch zu ficken, wenn ihr mir ans Sack geht. Nur das, Bro. Und das macht mir leider Spaß, Bruderherz. Ich sitze hier und denke mir, wie reagiert wohl dieser Mutten so? Stellt euch vor, ihr seid neuer YouTuber. Nennt euch Mois und labert Scheiße aus Österreich, Bro. In 5 Quadratmeter, egal. Ja, also leider war das Ganze etwas leise. Ich werde nochmal versuchen, ob ich das irgendwie bearbeiten kann und für euch lauter machen kann. Ich kann es aber nicht versprechen. Und am Ende des Tages hat unser lieber Zeus dann doch damit recht. Ich hoffe, dass euch der heutige Content gefallen hat. Teilt mir einfach in den Kommentaren mit, was ihr vielleicht ganz gerne als nächstes sehen wollt. Oder wenn ihr ein Thema habt, worauf ich mal reagieren soll, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ansonsten bitte denkt dran, Kanal abonnieren, jetzt bitte die Glocke aktivieren, den Beitrag hier liken, denn eure Unterstützung ist für mich viel wert. Ich brauche eure Unterstützung, um mit meinem Kanal wachsen zu können. Und ich wäre euch dankbar, wenn ihr als Community wirklich hinter mir steht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, alles Gute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Kuss auf die Nuss und ciao.